Ja, grüßt euch, Stadionvlog aus Österreich ist am Start, aber heute nicht Anton aus Tirol, sondern Anton aus Salzburg. Ja, heute spielt Barca gegen Red Bull Salzburg. Hier bin ich schon in meinem Hotelzimmer. Machen wir mal eine chillige Tour schnell. Hier ist das Badezimmer, klein, aber fein. Nice Dusche. Übrigens, Ola Kala-Shirt am Start. Dann noch Elevate Shorts. Aquarium ist hier auch am Stissel. Oh, obligatorischer Bettsprung. Wichtig. Irgendwann kracht ein Bett zusammen im Hotel, ne? Oh, ist aber bequem, Digga. Ansonsten steht mein Laptop hier schon parat. Hier schneide ich dann nachts dann den Vlog. Ah ja, oh, ich habe hier noch Willi sein Hoodie am Start. Wirklich alle YouTuber-Marken bei mir. Und das sind gerade aktuell meine Lieblingsschuhe. Hier diese blauen Dunks. Finde ich richtig, richtig nice. Jetzt gehen wir aber runter zu meinem Auto. Das steht da unten auf dem Parkplatz. Ich bin ready für heute. Oh, wieder Wasser einfach sehen. Let's go. Hier im Lobbybereich sieht es übrigens echt 10 von 10 aus. Richtig chillig. Viele fragen übrigens immer, was für ein Auto ich am Start habe. Ich habe eine A-Klasse, Leute. Mit so beigenen Sitzen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr chillig. Ist ein Diesler. Let's go, Leute, zur Red Bull Arena. Die Route wird berechnet. Was ein schöner Weg zum Stadion. Ey, diese Berge. Schaut euch das an. Boah. Dafür liebe ich echt Österreich. Ich parke hier. Direkt zwei Zuschauer getroffen. Auch mit Elevate-Shirt. Ehrenmann. Ach so, du auch sogar. Ach, geil. Ah, er hat sogar die gleichen Schuhe wie ich an. Digga. Da ist schon das Stadion von außen. Hier ist auch noch so ein chilliger Fußballplatz. Hier noch Volleyball. Ey, Lionel. Nice. Jetzt hätte ich fast in Eile mein Barca-Trikot einfach vergessen. Digga, das wäre richtig haram gewesen. Jetzt hat aber startklar. Die Fassade sieht auf jeden Fall interessant aus vom Stadion. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Jawohl, da sind auch schon die ersten mit Barca-Trikots. Geil. Können wir ein Foto machen? Normal, Bruder. Oh, hast du sogar Barca-Jogginghose. Jawohl, nice. Alles Ehrenmänner hier mit Barca-Jogginganzug. Hoodie sogar. Das sind auch die neuen Shorts, ne? Ja. Yeah. Nice. Können wir ein Foto machen? Yes, machen wir gleich. Auch wieder mit Barca-Trikot. Sehr gut. Leute, ich muss jetzt hier irgendwo meine Tickets abholen. Ich meine, hier sind die hinterlegt. Der Hoodie ist richtig geil. Schwarz-Gold. Wer ist euer Lieblingsspieler von Barca? Man kann von hier auch schon ein bisschen in die Arena reinschauen. Da sind sogar noch die Flaggen aufgehangen, Leute. Spanien gegen Österreich. Hier fanden ja auch EM-Spiele statt. Richtiges Abonnententreffen hier, die nächsten kommen, ne? Ihr kleinen Verkäufer, ihr habt sogar schon einen Schal hier mit Red Bull Salzburg und Barca. Hier ist so eine Red Bull-Area aufgebaut. Das ist auch so eine kleine Arena für kleinere Kinder. Hier, das, was ist das, Digga? Ich weiß es gar nicht. Ah, hier ist so eine Wampe und dann kann man da so reintreffen. Darf ich auch einmal? Ja. Danke. Kannst du mich filmen, Bruder? Das ist ja richtig korrekt. Schau mal, du hältst einfach nur so die Kamera, okay? Ja. Foto? Ja, normal, Bruder. Wer ist der Lieblingsspieler von Barca? Eigentlich Messi, aber jetzt. Der ist nicht da, ne? Ja. Der ist vereinslos, der zählt nicht mehr. Nein, nein, er unterschreibt eh wieder. Ja. Keine Sorge. Was ist denn das für ein krasser Truck hier, Alter? Geil. Ja? Ja? Foto, Foto, komm. Bruder, zeig mal deinen besten Trick. Oh, nee. Tschüss, sehr gut. Ich hole mir auf jeden Fall gleich etwas zu essen. Hier sind wir auch schon einen kleinen Blick ins Stadion. Die ganze Mannschaft verfolgt mich hier. Barca! Jawohl. Hauptsache Barca, sage aber Red Bull Salzburg Flagge, ne? Die österreichischen Zuschauer so nett, alle immer so, können wir bitte ein Foto machen? Tickets habe ich jetzt. Ich habe übrigens zwei Stück, weil gleich kommt ein Special Guest. Rund ums Stadion ist hier so ein Park, wo man entlang läuft. Ganz kurze Info, dieses Video ist gesponsert von OneFootball. Für mich persönlich die beste Fußball-App, Leute. Ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand. Alles, was mit Fußball zu tun hat, Transfergerüchte, News. Was auch noch richtig cool ist, es gibt auch ausgewählte Streams, die man sich anschauen kann. Ich habe zum Beispiel die ganze Copa America kostenlos geguckt, Leute, auf OneFootball. Also, ich schenke dir diesen Schal, ist du schenkst mir den Schal. Alles Gute. Dankeschön, ciao, ciao, Digga. Was für Ehrenmänner hier in Österreich. Das Coole ist, man kann die App auch personalisieren. Sprich, man fügt seine Lieblingsmannschaft hinzu. In meinem Fall natürlich Barca. Und dann ist man immer auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand. Man kann natürlich auch mehrere Vereine hinzufügen und das Ganze personalisieren. Ihr könnt aber auch zum Beispiel einfach auf die Wettbewerbe klicken. Also UEFA Champions League, Erste Bundesliga, La Liga. Es geht jetzt nächste Woche los, Leute. Deswegen, ja, seid startklar für die nächste Saison. Link in der Videobeschreibung ganz, ganz oben. Jetzt geht's weiter. Die Jungs wollen unbedingt in den Stadionvlog rein. Was tippt ihr denn? 2-1 Barca. Und du? Schwierig. 2-1 Barca. Okay, und du? Ich glaube 3-2 für Barca. Okay, sehr gut. Ich tipp 4-1. Was tippst du? Okay, Bro. Was ist das denn, Digga? 2-1 Red Bull heute. Digga, du bist... Na, Spaß. In einer Stunde 48 geht's los. Radler ist auch am Start, aber leider regnet. Ich hab mich jetzt hier drunter gestellt. Er hat mir gerade eben schon den Schal geschenkt und jetzt auch noch ein Bierchen in die Hand gedrückt. Danke, Digga. Stößchen. Stößchen. Stoß. Was geht? Sogar die Securities kennen einen hier. So krass, hier ist noch gar keine Maskenpflicht auch.
Und das Stadion ist auch rappelvoll, 31.000 Menschen ausverkauft. Vamos! Let's go! Digga, ist hier viel los. Mein Blog, vamos! Oi, sieht das cool aus, Mann. Man ist echt nah am Rasen. Es geht hier echt sehr, sehr steil quasi hoch. Das gefällt mir sehr gut. Kompaktes, schönes Stadion. Geil, Mann. The way you are. Reihe 6, 26. Okay, runter. Junge, schau mal, wie steil das runter geht. Das kommt gar nicht auf Kamera so rüber. Oh, man kriegt sogar hier noch so einen Spielbericht gratis. Piqué vorne drauf, De Jong, Karim. Übrigens, Eli und Sydney sind auch zufällig in Salzburg. Die sehen wir aber erst nach dem Spiel. Was ist das denn, Digga? Hansa-Trikot? Digga, was machst du hier? Ja, was geht, Digga? Boah, das sieht aber nice aus, Oberteil. Trainingsoberteil, ne? Ja, ey, Barcelona. Danke übrigens auch an Red Bull für die Tickets. Sehr, sehr korrekt. Alles wird nämlich hier heute rappelvoll ausverkauft sein. Barca kommt rein, das ganze Stadion applaudiert, Digga. Oh, nice, Mann. Araujo, was geht, Bruder? Dest am Start, Frankie de Jong am Start. Memphis, dale, vamos, Bruder. Ja, Iron on the World muss sein erstmal, ne? Olé. Jawohl, ja, olle, olle. Salzburg ist hier auch am Start, da hinten auch deren Ultras in Anführungsstrichen. Nice. Jordi Alba und Busquets heute von Anfang an. Barca macht auf jeden Fall endernst mit der Startaufstellung. Alles sieht danach aus, dass Messi morgen seinen neuen Vertrag unterschreibt. Gott sei Dank, ey. Leute, ich hoffe, ich werde ihn noch treffen, solange er noch bei Barca spielt. Bitte, inshallah. Risi ist am Schlüssel mit dem Hackenpass auf Memphis. Alter, haben die alle gute Laune. Red Bull ist aber auf jeden Fall auch eine gute Mannschaft. Die spielen ja auch Champions League Playoffs mit. Und das müsste Karim sein, Kollege von Eli und Sid. Sehr talentierter Spieler. Memphis ist dran. Au, oh, oh, Junge, Alter. Leute, wer ist da, Alter? Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Krabi ist da, Leute. Bruder, was geht? Was geht ab? 25 Jahre ab, Bruder. Ey, wo ist denn erstmal im Stadion von Barcelona? Geil. Ja! Krabi ist ja auch Barca-Fan, Leute. Herzlich willkommen in der Red Bull. In wenigen Sekunden geht's los. Let's go. Nice, Mann. Krabi auch so. Geil. Let's go. Das ist die Hymne von Salzburg. Boah, Junge, was für eine Stimmung, Digga, als ob so ein Champions-League-Spiel gleich ist. Moin, sogar Feuerwerk, was geht hier ab, Leute? Da ist sogar eine Choreo. Alter, wo bin ich gelandet? Wie geil ist das denn? Nice, ey. Let's go. Oh mein Gott, Digga. Toll. Das sind sogar so Pyros, Leute. Ey, ist das erlaubt in Österreich, oder was, Pyros? Junge, was machen die da? Geil, ey. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Alter. Leute, geht hier ab, Mann. Was soll ich machen? Bro. Digga, das ist ein Testspiel. Ey, ich glaube, das Finale. Champions League-Finale. Alter. Oh mein Gott, man sieht nichts mehr! Leute, man sieht nichts! Schau mal! Barca spielt heute auch mit den neuen Auswärtstrikots. Wie zum Teufel soll Barca jetzt auf die Seite spielen? Hä? Was ist hier los? Die müssen warten, safe. Let's go! Vamos! Das Spiel hat begonnen! Let's go! Boah, das verliert er. Das ist Karim, das ist Karim. Gegen Longle, Alter. Boah, gute, gute Aktion von ihm, ja. Boah, nicht schlecht. Steht auf, wenn ihr Salzburger seid. Ja, stehen wir auch mal auf, komm. Was für Fans. Wirklich Riesenlob an die österreichischen Fans. Krass, Mann. Schön, der ist so stark. Schau mal. Boah, super, Alter. Die Spieler sind gerade so nah dran an uns. Da unten läuft einfach Griezmann, wie geil. Bruder, du hast doch Griezmann getroffen, Alter. Wen willst du denn? Ja, trotzdem, hä? Ja, ins Maul, ihr seid doch befreundet. Ich freue mich trotzdem, Bro. Schön, Memphis. Oh, super, geil. Nice. Easy. Sehr gut, Jungs. Karim ist es. Oh, gute Aktion, aber. Der ist echt sehr gut, der Karim. Oh, Memphis, komm, den hast du, Bruder.
Schön, schön. Oh mein Gott! Jordi hat da vorne einen fetten Fehlpass gemacht. Alter, Araujo ist ein Biest, Junge. Oh, oh, jetzt aber. Scheiße. Boah, Salzburg spielt echt sehr, sehr gut. Schön, Memphis. Oh Gott, Memphis! Oh mein Gott! Hilfe, war das cool! Alter, Memphis! Ey, der Junge macht so Spaß. Das ist der Karim gegen Dest. Ey, der ist echt sehr gut, ne? Wirklich. Alter! Karim, Digga! Dest! Oh, jetzt aber! Memphis! Komm, Junge! Bitte, bitte, bitte! Oh! Schöner Ball! Griezmann! Oh! Ey, das wäre wirklich zu krank gewesen! Was kommt jetzt auch immer besser ins Spiel? Oh mein Gott! Sucic hat's gemacht. Luka Sucic! Weil es nicht da ist. SC Red Bull Salzburg. Barca. Danke! Halbzeit, Leute. 1-0 Salzburg. Das Ergebnis geht auf jeden Fall in Ordnung. Salzburg hatte zwei ultra krasse Chancen. Also Barca hat aber auch ein Schießen können. Hier ist Gefühl wieder Abonnenten treffen. Sie mag jemanden grüßen? Die Lena, die Tami und die Lena. Sehr gut. Grüße geht raus. Kann ich auch? Ja. Ich grüße Sydney. Ich liebe dich. Oh mein Gott. Sergio Roberto auf Depay. Digga, ist so gut, gell, Krabi? Alter. Oh! Der ist auch so ein gutes Talent, Freunde, der Außenverteidiger. Boah, schön runtergenommen. Oh mein Gott, Digga! Was macht denn Memphis, Alter? Komm, Barca! Ja! Nein! Wait, wir fallen mit dir! Knapp 15 Minuten nur noch. Komm, Yusuf! Schön, Yusuf! Geh, Bruder! Der geht auch immer ins 1 gegen 1. Nice. Ja! Komm, Memphis! Nein! Wenn Salzburg so spielt, schaffen die Safe in die Champions League. Hola-Hola-Welle. Hey! Boah, geiler Ball. Oh! Jawohl! Auch abgefälscht! Salzburg hat eigentlich mehr verdient. 10 Minuten vielleicht noch mit Nachspielzeit. Ich habe leider das zweite Tor von Salzburg nicht rechtzeitig aufgenommen, aber absolut verdient gewonnen. Die hätten locker auch 3-4 gegen uns schießen können. Alter, Jungs! Komm hier nicht weg, ey! Das geht. So. Leute, macht Screenshot ein Video, Jungs. Ich komme hier sonst nicht durch, schau mal. So, alles. Skabasa, das kommt in den Stadion-Vlog. Ja, ich hab's schon, Bro. Mein Auto steht hier. Hier war der Platz von vorhin. Die Arena von außen auch schön beleuchtet. Sydney auch wieder am Start. Oh,
normal. Einfach zufällig auch in Salzburg. Was sagst du zum Spiel, Bruder? Salzburg war krank. Barca enttäuschend, oder? Ja, schon ein bisschen. Memphis hat ganz gut gespielt, ein paar Einsspieler. Ich habe nur ein bisschen Ballbesitzphase von Barca gesehen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein, Leute, für den Vlog. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Vergesst nicht, bei OneFootball vorbeizuschauen. Der Link oben in der Beschreibung. Und ja, ciao.